Allgäu Hits. Eine Region, eine Station. Allgäuweit im Kabel auf 106,55 und weltweit im Internet auf allgäuhit.de. Ich kann es verstehen, es ist aber zu kurz gesprungen. Es geht hier nicht um die Suche nach Schuldigen, sondern es geht darum, wie man den Milchmarkt in Zukunft besser organisiert, als er jetzt ist. Da trägt jeder seine Verantwortung. Und wenn einer meint, er kann sich da raushalten, dann wird das nicht funktionieren. Deswegen appelliere ich an alle in der Wertschöpfungskette vom Milcherzeuger, der am meisten leidet im Augenblick, über die Verarbeitung, die Molkereien hin zum Lebensmitteleinzelhandel bis zum Verbraucher und zur Politik gemeinsam zu arbeiten. Und das ist das, was ich tue. Gibt es da von Ihnen eine konkrete Idee, wie man politisch dafür sorgen könnte, dass die Wertschöpfungskette anders funktioniert? Ja, wir müssen das sogenannte Best Practice in der Wertschöpfungskette endlich platzieren. Das heißt, dass man sich besser aufeinander abstimmt. Wir müssen den Weg über Qualität machen und nicht über den billigen Preis. Preiswert ist was anderes als billig. Preiswert heißt, das Produkt ist seinem Preis wert. Und ich bin sicher, das sagen auch meine Untersuchungen und Umfragen, der Verbraucher ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Deswegen müssen wir wegkommen von einer reinen Massen-Billig-Ideologie hin zu einer Qualitätsoffensive, und die will ich mit unterstützen, die will ich mit vorantreiben, auch international. Haben wir übrigens nach wie vor viel Wachstumsmöglichkeiten für deutsche guten Qualitätsprodukte und Regionalität. Viel noch zu wenig gemacht. Staatliche Regulierung allein wird das nicht leisten können. Das hat ja selbst ein Gutachten gezeigt, dass der BDM und die grünen Ministerkollegen selbst den Auftrag gegeben haben. Nein, nicht die einfachen, schnellen Lösungen, die nicht funktionieren, wo am Schluss nur Verdruss ist, sondern die richtigen Erkenntnisse, die ich auch sehe bei der Lagebeurteilung im BDM, genauso wie beim Deutschen Bauernverband, bitte zusammen. Und ich bin fühle mich verpflichtet, dass auf europäischer Ebene Lösungen für die Abfederung der großen Preisausschläge, die wir in den letzten Jahren haben, in Zukunft zu bekommen. Gibt es eine Aussicht für Soforthilfe? Ja, wir haben ja Soforthilfe in Höhe von 500 Millionen beschlossen, 70 Millionen für Deutschland. Ich will die vor allem über die landwirtschaftliche Rentenbank für Liquiditätshilfeprogramme nutzen. Darüber hinaus private Lagerhaltung stark ausgedehnt, viel attraktiver, um Menge vom Markt zu nehmen, und einige weitere nationalen Gedanken, über die wir noch arbeiten. Ich will auch, dass die Landeslandwirtschaftsminister mit dazu beihelfen, dass die komplizierten Untersuchungen für die Direktzahlungen, die Anträge, dass die schneller verbeschieden werden. Das ist nicht einfach, ich weiß das, aber wir zeigen doch gerade in unserem Land, dass wenn ein großer Ansturm kommt, dass wir versuchen müssen, den zu bewältigen. Dann lasst uns das auch in diesem Bereich versuchen. Ich staune, dass da manche mir jetzt schon sagen, das geht nicht. Ich will das. Wie haben Sie jetzt diesen Tag heute erlebt? Wie haben Sie den Bundeslandwirtschaftsminister erlebt? Ich habe einen Bundeslandwirtschaftsminister erlebt, der wohl heute mit sehr wenig konkreten Aussagen gekommen ist. Ich habe auch nicht mehr erwartet. Uns ist eigentlich darum gegangen, einen Bundeslandwirtschaftsminister zu zeigen und auch zu sagen, wo auch für uns die Lösung liegt und was wir anstreben und mit wo er unsere Unterstützung rechnen kann und mit was für unsere Unterstützung nicht rechnen kann. Was war so seine Reaktion? Also was hat er mitgenommen vielleicht? Ich denke, er hat wieder mal mitgenommen, dass einfach die Milchmenge das Problem ist und sonst nichts. Dass wir nicht Gelder wollen, um irgendwo kurz irgendwas abzudecken, was uns eigentlich schlichtweg nichts bringt. Wir wollen die Markterledigung und wir wollen auch als Milcherzeuger dahingehend Marktregeln haben und dann auch Marktverantwortung übernehmen. Was glauben Sie, in welche Richtung er jetzt tendiert? Man hat ja immer so den Eindruck, dass er das ganz anders sieht. Den Eindruck habe ich zum Teil auch. Wie gesagt, wir können ihm nur immer unsere Gedanken und unsere Meinungen kundtun und ihm auffordern, Politik machen für die Bauern und nicht die, die danach kommen.
Und das ist eigentlich unsere Hauptargumentation. Wir können einfach bloß einen Schritt nach anderen machen. Es wird ein schwieriger Pfad. Es wird schwierig sein, nur wenn wir diesen Weg nicht beschreiten, dann wird sich auch nichts ändern. Jetzt hat er ja gesagt, dass er am Montag da in einen Termin geht. Was wird da genau besprochen? Was erhoffen Sie sich? Dieser Termin ist mir auch nicht geläufig gewesen. Letztendlich wird es auch wieder um Agrarsachen gehen. Letztendlich schwerpunktmäßig Milch. Gehen wir für aus und da wird man sicherlich um Lösungen ringen. Aber wir wissen ja alle, dass es hier auch andere Meinungen gibt, die sagen, wir brauchen hier nur Geld, was uns dermaßen widerstrebt, weil das auf einfach keine Zukunftsperspektive ist. Wie machen Sie jetzt weiter? Wir schauen uns, wie ich es gesagt habe, an, was da bei diesen Konferenzen bzw. bei diesen Treffen rauskommt als Ergebnis. Wir werden dementsprechend reagieren und wir werden auch weiterhin Agrarministerkonferenz in Fulda wird unser nächster Hauptanlaufpunkt sein, uns da darzustellen. Da werden auch sicherlich auch Manuskripte zuvor am Minister gehen und einfach wieder Druck machen und einer sagen, was aus unserer Sicht zu machen ist. Abschließend noch ganz kurz, wie viele Fahrzeuge waren denn heute da, wie viele Leute waren da? Wir gingen davon aus, dass rund 150 Schlepper da waren und 200 Milcherzeuger. Allgäu Hits, eine Region, eine Station. Allgäuweit im Kabel auf 106,55 und weltweit im Internet auf allgäuhit.de.